Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Pietke, der Ausschuss, den Sie leiten, heißt AHF und nicht HFA. So viel zur Genauigkeit des Ausschussvorsitzenden an dieser Stelle. Ich möchte aber noch gerne Herrn Lindemann begrüßen, den Landrat von LOS. Herzlich willkommen hier bei uns im Landtagsplenum. Schön, dass Sie da sind und diese Debatte verfolgen. Herr Wieder, ich halte Ihren Antrag für falsch. Ich hielt es auch für einen Fehler, wenn der Landtag diesen Antrag heute hier annehmen würde. Und ich will Ihnen auch gerne sagen, warum. Die Mittel, die damals vorgesehen waren für die Verwaltungsstrukturreform, die waren ja vorgesehen, um konkrete Probleme zu lösen. Und diese Probleme, ob nun die Kreisreform dafür der richtige Weg war oder nicht, aber diese Probleme, die existieren nach wie vor. Mit Ihrem Vorschlag würden Sie jetzt dafür sorgen, dass wir dieses Geld an andere Stellen denken. Dazu gibt es aber bereits andere Vorschläge. Mit dem Nachtragshaushalt und auch mit dem KIP werden genau diese Themen angegangen, die Sie in Ihrem Antrag da aufgelistet haben. Aber die 450 Millionen circa, die für die Kreisreform vorgesehen waren, die brauchen wir doch nach wie vor für die Themen Teilentschuldung. Wir können doch die Kommunen, die hochverschuldet sind, nicht alleine lassen mit diesem Schuldenberg. Und wir können diesen Kommunen dieses Geld auch nicht einfach so wegnehmen. Diese Maßnahmen sind nach wie vor notwendig. Wir brauchen weiterhin die Kulturfinanzierung, die damals mit der Kreisreform vorgesehen war. Auch diese Mittel sind dringend erforderlich, dass wir sie weiterhin zur Verfügung stellen. Wir brauchen auch die interkommunale Zusammenarbeit. Also da sind sich doch alle in diesem Hause hier einig gewesen, dass zumindest bei der Frage der freiwilligen Zusammenschlüsse oder der Frage von Anreizen für Zusammenschlüsse, dass das weiter forciert werden muss, unabhängig von einer Kreisreform. Diese Anreizsysteme nicht auszufinanzieren, dieses Geld wegzunehmen, wäre doch der völlig falsche Weg. Zumal wir vor der Frage stehen, und da ist gut, dass der Landrat mit dabei ist. Dieser Landrat ist ein Vernünftiger, da habe ich großes Vertrauen. Aber für die kreisfreien Städte sieht es doch jetzt momentan so aus. Bei der Teilentschuldung gibt es für Sie, also kann man sagen, als Anreiz möglicherweise, um diese Teilentschuldungsmittel zu bekommen, interkommunale Zusammenarbeit. So, dafür könnte man Mittel zur Verfügung stellen. Aber für die... Lassen Sie am Mikro 7 eine Frage zu? Gerne am Ende meines Redebeitrags, Herr Breetz. Für die Landkreise stellt sich aber die Frage, Herr Wieder, welcher Anreiz existiert denn für die? Wenn die kreisfreien Städte für interkommunale Zusammenarbeit als Gegenleistung möglicherweise die Teilentschuldung bekommen, als einen Baustein, stellt sich doch für die Landkreise die Frage, was haben die denn davon? Nun gibt es Landräte wie Herrn Lindemann, wo ich glaube, der weiß, dass es einfach vernünftig ist, da machen wir das, aber es kann ja auch anders laufen. Auch dafür sind Gelder für Anreizsysteme, glaube ich, dringend notwendig. Die Frage von E-Government stellt sich aus meiner Sicht auch, die ist in Ihrem Antrag aufgelistet, das hat sich auch als Teil des Geldes, das wir diskutiert haben, mit den 450 Millionen bei der Kreisreform damals erwiesen, auch das müssen wir weiterhin vorhalten. Die Stärkung von ehrenamtlicher Arbeit in den Kreistagen ist weiterhin notwendig. Und auch die Anpassung beim FAG und bei den Soziallasten. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, wir müssen das doch alles trotzdem tun. Wir müssen diese Probleme trotzdem angehen und das Geld, was man dafür vorgesehen war, nun diskutieren mit der kommunalen Familie, wie wir es bestmöglich einsetzen. Auch das halte ich für ganz wichtig, dass wir diesen Diskussionsprozess, der gerade läuft mit der kommunalen Familie, dass wir den abwarten und auch tatsächlich führen. Nun würde ich gerne die Zwischenfrage zulassen, denn ich bin 5 Sekunden drüber. Vielen Dank, lieber Kollege Wilke, für die Möglichkeit der Nachfrage. Sie sprachen ja den Nachtragshaushalt an. Ne? Der wird ja nächste Woche so jedenfalls veröffentlicht, im Kabinett verabschiedet. Was haben Sie da nähere Erkenntnisse dazu, was da im Nachtragshaushalt konkret geregelt wird? Leider verfügen wir über diese Kenntnisse nicht. Vielleicht können Sie uns ja aufhellen. Herr Breetz, da muss ich Sie gar nicht aufhellen. Das hätten Sie ganz allein geschafft, wenn Sie der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zugehört hätten. Denn der hat in seiner Regierungserklärung deutlich gemacht, wo die Schwerpunkte beim Nachtragshaushalt sein werden. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Antrag von Herrn Wieder nehme, ja, die Frage von Straßensanierung, von Ortsdurchfahrten, Erhalt von Schulen im ländlichen Raum, das findet sich im KIP wieder und in der Erhöhung der Mittel beim KIP. Straßen findet sich im Nachtragshaushalt wieder, weil wir eben den Schwerpunkt auf Mobilität und Straßen dort unter anderem setzen. Kofinanzierungsmittel für den Breitbandausbau hatten wir schon im vergangenen Haushalt, da haben wir jetzt erst vor kurzem einen Beschluss zu gefasst. Und E-Government habe ich gerade etwas zu gesagt. Also insofern ist mein Kenntnisstand da auch nicht größer als Ihrer. Ich habe nur dem Ministerpräsidenten zugehört. So, die Maßnahmen, die Herr Wieder hier vorschlägt, zu Recht, die auch Probleme sind, die finden sich mit dem Nachtragshaushalt und der Aufstockung des kommunalen Investitionsprogramms in guten Bahnen. Ich werbe aber sehr dafür, dass der Antrag heute hier dringend abgelehnt wird, weil die 450 Millionen, die für die Lösung der Probleme vorgesehen waren, die wir mit der Kreisreform anpacken wollten, Sie müssen jetzt bitte zum Schluss kommen. Diese 450 Millionen brauchen wir der kommunalen Familie ganz dringend. Und deswegen werbe ich für Ablehnung Ihres Antrags. Herzlichen Dank.